offen hat oder Offward Extreme. Okay. Wenn der Spielausgang so passiert, dass beide eine 1-Cent-Münze geben, verlieren sie ihr Shirt, was sie anhaben. Wie? Sie müssen es hergeben und wir hauen sie in die Altkleiderbox. Nein. Ja. Bro, ich habe einen Stone Island Pulli an. Bruder, ich hätte keinen Bock, ihn zu verlieren. Ich habe 200 Euro dafür bezahlt. Bruder, ich weiß nicht. Wie soll ich sagen? Gönn mir. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lang hat es gedauert, aber der Lockdown ist finally vorbei, liebe Freunde. Deswegen können endlich wieder Videos auf der Straße gedreht werden. Übrigens, das muss ich unbedingt reinschieben, Freunde. Das nächste Video am Mittwoch, die Vorstellung der neuen Kollektion der Designs von MEM Art Destructeur. Genug mit dem Plug, wir fangen direkt an, Freunde. Heute eine weitere Ausgabe von Offenheit oder Off-White, allerdings in der Extreme Edition. Das ist etwas, was vermutlich einige von denen, die sich da schon bereit erklärt haben, mitzuspielen, in der spontanen Zeit nicht wissen. So, wer von euch will Offenheit oder Off-White spielen? Bitte, Mann. Wir spielen aber Offenheit oder Off-White Extreme. Ah, das muss ich noch sagen. Wir haben die neuesten Off-White-Shirts überhaupt am Start. Ich habe noch nie so viel Kohle für Off-White-Shirts ausgegeben wie dieses Mal. Ich bin zu faul, das auszupacken. Präsentier mal das Shirt. Bezahlt habe ich dafür, keine Ahnung, ein paar hundert Euro oder so. Fresher Hoodie übrigens. Auch da haben wir ein Off-White-Shirt, also nur die neueste Ware am Start. Wir haben hier auch noch mit Etiketten und so weiter von meinem eigenen Geld bezahlt, liebe Leute. Das habe ich mal was kosten lassen. Das sind natürlich noch meine Shirts, liebe Leute. Danke vielmals. Also, zurück zu den Regeln. Wir spielen Offenheit oder Off-White Extreme. Das bedeutet, in dem Fall, dass beide snitchen und beide die 1-Cent-Münze geben, verliert ihr das Shirt, das sie am Körper trägt. Das heißt, all jene, die keinen Bock haben, da jetzt noch mitzuspielen, können das lassen. Für all jene, die trotzdem noch Bock haben, können mitspielen. Das Shirt, das ihr dann verliert, wird gespendet in der Altkleiderbox. Dann dein Hoodie. Nur wenn beide snitchen. Wenn beide einen Cent geben, verlieren beide ihr Shirt. Gut, wer ist trotzdem noch dabei? Hände nach oben. Ja, jetzt sind schon weniger. Jetzt sind schon weniger. Machen wir gleich ihr zwei. Okay, perfekt. FFP2-Maske natürlich am Start. Die Corona-Richtlinien werden eingehalten. Ah, scheiße. Bro, wir haben keine 20 Euro und wir haben keine 1 Euro und 1 Cent Münze jeweils. Ah ja, passt, ich gehe abheben. So, Freunde, was man natürlich nicht vergessen darf, für die Ehrenmänner, die wirklich ehrlich sind, gibt es natürlich auch noch einen zweiten Preis. Pro Person 20 Euro habe ich extra abgegeben. So, here we go, Freunde. Jetzt haben wir alles am Start. So, Freunde, wir kommen zu den allerersten Kandidaten. Wie heißt du? Talai. Wie? Talai. Ja. Und? Haber. H-A-B-A. Du bist ein bisschen nervös, kann das sein? Nein. Okay, ist dir einfach nur kalt, oder? Wäre halt dann kacke, wenn du dein Shirt verlierst, oder? Ich habe noch ein Unterhemd an, aber. Ein Unterhemd hast du auch noch. Okay, das nehmen wir da auch noch ab. Gut, Freunde, dann würde ich mal hoffen, dass nicht beide einen Cent geben. Ganz kurz zu den Regeln, Offenheit oder Off-White. Es geht darum, ihr könnt selbst entscheiden, wie ist der Spielverlauf. Sagt ihr, hey, ich will dieses Off-White-Shirt, mir ist scheißegal, was der andere macht, dann gebt ihr die 1-Cent-Münze. Wenn ihr sagt, na, ich will den zweiten Preis, das sind in dem Fall 20 Euro für beide, dann gebt ihr die 1-Euro-Münze. Geben beide die 1-Euro-Münze, kriegt jeder 20 Euro. Geben beide die 1-Cent-Münze, verliert jeder sein Shirt. Gibt einer die 1-Cent-Münze und einer die 1-Euro-Münze, kriegt der, der die 1-Cent-Münze gegeben hat, das Off-White-Shirt. Ganz kurz, bist du einverstanden, dass diese Videoaufnahme von dir verwendet wird, unabhängig vom Spielausgang? Ja. Okay. Auch du bist? Sicher, ja. Okay, passt. Das wird spannend, ich freue mich schon. Was passiert eigentlich, wenn du dein Shirt verlierst? Gute Frage. Mir wird erstens mal arschkalt werden, zweitens, weil ich überhaupt kein Shirt anhabe, nur so ein dickeres Longsleeve. Ja. Und, hast du ein teures Shirt an? Nein, es ist nicht teuer. Okay, der Hoodie ist ein bisschen teurer, aber sonst. Okay. Was wird passieren, wenn du dein Shirt verlierst? Ja. Dann ist er noch kälter als jetzt schon, oder? Eigentlich. Okay. Da hast du deinen 1 Cent. Danke. Und deinen 1 Euro. Entscheidet jetzt, wollt ihr beide 20 Euro oder das Off-White-Shirt? Welches eigentlich? Ihr seid die Ersten. Schwarz oder weiß? Du entscheidest. Ich sag weiß. Okay. Weiß, okay. Folgendes. Ich glaube, wir wollen beide nicht als Ehrenmänner rausgehen. Deshalb sage ich ihm jetzt schon mal, ich gönne ihm das Shirt. Ich gebe auf jeden Fall die 1-Euro-Münze. Okay. Und ja, weil mir ist das Shirt ganz ehrlich das nicht wert, hier als Ehrenmann, also als Ehrenloser dazustehen. Und warum hast du dann mitgespielt, wenn du dir keinen Gewinn erwartest?
Naja, ich hätte, es kommt auf den Gegner an, aber ich habe ihn gesehen und denke mir, ich will ihn nicht sehen. Das heißt, du hast dir gedacht, du spielst mit, ohne dass du irgendwas gewinnen willst? Genau. Und warum? Einfach um nicht ehrenlos dazustehen. Ich will nicht auf ehrenlos. Kann das sein, dass du einfach nur das Format ficken wolltest? Nein, ich wollte es nicht ficken. Ich wollte einfach gönnen. Du wolltest einfach gönnen. Okay, gut. Was ist mit dir? Was wirst du machen? Ja, wenn es jetzt so gerade sagt, habe ich nichts dagegen. So, aber wenn er ist ein Ehrenmann. Einfach, wenn er das jetzt macht und nichts nicht, dann habe ich Respekt vor ihm. Okay, das heißt, du gehst davon aus, dass er wirklich den 1 Euro gibt und du gibst mir quasi den 1 Cent und kriegst dann das Off-White-Shirt. Sehe ich das richtig? Mal schauen, ja. Okay. So, Freunde, jetzt ist die Zeit der Wahrheit. Gebt mir bitte verdeckt eure Münzen. Okay. So, Freunde, schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Glaubt ihr, hat er gelogen oder glaubt ihr, hat er die Wahrheit gesagt? Das Ergebnis folgt jetzt. Er hat tatsächlich die Wahrheit gesagt und hat ihm das Off-White-Shirt gegönnt. Einfach mal gegönnt. Ein Shirt im Wert von 250 Euro. Ja, gönne ich. Das ist sehr, sehr ehrenhaft von dir. Vielen lieben Dank für die Münzen. Du kriegst das Off-White-Shirt, du hast dir das ausgesucht. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr dumm, das zu machen, weil ich dadurch mein eigenes Format ficke. Hörst, wo habe ich in die Kohle eingesteckt? Du kriegst für mich trotzdem 20 Euro für diese Ehrenaktion. Da kann man auch einmal applaudieren, Freunde. Was sagst du zu der Aktion? Also, ich habe keinen größeren Ehrenmann gesehen überhaupt, wirklich. Okay. Fühlt sich das irgendwie besser an, jemand anderen zu gönnen, als selber was zu haben? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auch wenn du 20 Euro kriegst? Ja, ich meine, die 20 Euro sind mir grundsätzlich mehr wert als 20 Euro, weil das einfach ein Erlebnis war. Ja, finde ich cool. Weil ich dich schon sehr lange verfolge und es wirklich? Okay, freut mich. Ja. Vielen Dank, freut mich sehr. Gut, absolut verdient. Gratuliere zu deinem Off-White-Shirt. Der Spielverlauf war so nicht geplant, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde das sehr schön, dass das so ausgegangen ist. Viel Spaß mit 20 Euro. Ja, geht. Ja, Corona-konform, ne? Okay, Freunde, ein Off-White-Shirt haben wir noch. Ich hoffe, dass das nicht sofort weggeht. Ich möchte irgendwann die Shirts auch wegnehmen. Ja? Jetzt waren wir kurz ehrenhaft und jetzt können wir auch wem was wegnehmen, oder? Jetzt brauchen wir Assis. Okay, wir brauchen so ein bisschen asoziale Hunde. Wir haben jetzt so leibernde Kerle dabei gehabt. Ihr schaut, was? Passt, der wohnt am Räumernplatz, da haben wir den ersten dabei. Ich wohne in Floridsdorf. Heplerplatz, Räumernplatz. Wer? Hast du nicht, Alex? Warte, filmen wir mal in die Richtung erst. Leider nicht. Wer ist Asier von denen? Ich bin 100% Asier. Er ist Asi, er kommt. Wallah, ich bin Asi. Okay, okay. Ihr wisst es aber beide. Wenn ihr die 1 Cent Münze beide gebt, verliert ihr euer Shirt. Okay, passt schon. Ist dir das bewusst? Ja, mir auch. Und euch ist klar, dass dieses Video verwendet wird auf YouTube? Ja. Und ihr seid damit einverstanden? Sicher. Du auch? Ja. Okay, ist in Ordnung. Ihr wisst, was der Gewinn sein könnte? Ein Off-White-Shirt im Wert von 250 Euro. Ja, okay. Hast du schon ein Off-White-Shirt? Nein. Wäre das erste? Hättest Bock drauf, oder? Ja, sicher. Feierst du Off-White? Wie bitte? Feierst du Off-White? Ja, na sicher. Okay. Du? Off-White ist cool, aber ich habe mir noch nie überlegt, irgendetwas von Off-White zu holen. Also war mein erstes Off-White-Piece. Ja, ist das Leihwand oder nicht? Sicher. Okay, passt. Na gut, dann können wir anfangen. Gut, liebe Freunde, ein bisschen ruhiger. Euer Freund ist am Start. Ihr drückt ihm natürlich den Daumen. Gut, jetzt bin ich aber... Wie bitte? Ihr könnt euch jetzt ausmachen, was ihr macht. Bro, ich habe einen Stone Island Pulli an. Bruder, ich hätte keinen Bock, ihn zu verlieren. Ich habe 200 Euro dafür bezahlt. Bruder, ich weiß nicht. Wie soll ich sagen? Gönn mir. Warum? Also, du hast Bobo Outfit und so, weißt du? Keine Ahnung. Ja, trotzdem. Na, zwing ja. Egal, ich geb dir meine. Wahrscheinlich passt mir das. Ich geb dir. Ich hab Danken 2-3 Stück. Ich weiß nicht. Wie du willst. Ja, mir wäre wurscht. Ich kauf mir dann einfach ein neues Stone Island. Peace. Ihr wisst schon, wenn beide einen Euro geben, kriegen beide 20 Euro. Also. So machen wir das so nicht. Na, egal, leg einfach, was du willst. Also ich merke schon, du hast das Spiel verstanden, hast eine gute Taktik ausgewählt auf jeden Fall. Ja, voll. Entweder. Die Freunde sind da schon im Hintergrund und sagen, Bruder, du musst lügen. Keine Ahnung, wie soll ich sagen? Ja, auf 20 Euro gehen mit dem einen Euro, oder? Ja, voll. Das sieht schon schön aus. Ja, sieht schön aus, ja. Schau, ich bin Ehrenmann. Ich schlafe aber, wie soll ich sagen? Wie viele seid ihr? Wie viele seid ihr? Das ist Räumernplatz bei dir. Ja, ich würde einfach 20-20 machen. Ihr könnt auch beide einen Cent geben, ist ja wurscht. Nein, ist es nicht. Findet jetzt eine Entscheidung. Was macht ihr? Auf was einigt ihr euch?
Was? Ich war 1 Euro. Ich gebe dir sogar Hand drauf. Okay. Passt, dann. Wenn wir beide 1 Euro geben? Dann kriegen beide 20 Euro. Okay, Bruder. 1 Cent gibst, bist du ehrenlos. Okay, passt. Passt. Also ihr gebt beide 1 Euro? Ich gebe 1 Euro. Habt ihr euch drauf geeinigt? Okay, okay. Also ihr seid durch, ihr habt euch entschieden? Ja. Okay, dann darf ich jetzt mal deine Münze haben. Und ich darf... Bruder, glaub mir, ich habe deine Münze. Wie bitte, was wolltest du sagen? Na, nichts, okay. Na, was wolltest du sagen? Ich habe gesagt, er soll mir glauben. Du hast gesagt, er soll dir glauben? Ja. Yeah. Und was sagst du, während du 1 Cent hergibst? Ja, kann man nicht machen. Ja. Habe ich mir nichts anderes erwartet. Er hat den 1 Cent gegeben? Ja. Okay. Das heißt, du hast quasi ihn angelogen? Ja, kann man nichts machen. Hast du ihm dein Wort gegeben? Wie bitte? Hast du ihm dein Wort gegeben, dass du den 1 Euro gibst? Ja, ich habe ihm gesagt, 1 Euro, aber... Ist dein Wort so viel wert wie ein Off-White-Shirt oder weniger? Weniger. Weniger, okay, okay. Aber ist okay für dich, oder? Ja. Ist dir das jetzt ein bisschen unangenehm? Schon, halt, er tut mir leid, aber... Er tut dir leid, okay, okay. Ja, halt, das heißt, ich würde sagen, das erste Mal, dass ich was gewinne. Das ist das erste Mal, dass du was gewinnst? Ja. Aber ein bisschen aber ich dachte, er lügt mich an, aber ich weiß nicht. Halt, oha, du hast geglaubt, er lügt dich an? Ich weiß nicht. Und deswegen habe ich auch 1 Cent gegeben. Okay, okay. Aber du hast jetzt ein Off-White-Shirt gewonnen. Ja. Kann das sein, dass jedes Mal, wenn du dieses Off-White-Shirt anziehst, du kein gutes Gefühl haben wirst? Dann verkauf ich es, ich weiß nicht. Ja, verkauft. Was sagst du zum Spielausgang? Naja, ich finde es ehrenlos, aber ich habe mein Wort gegeben. Ja, ich kann es jetzt nicht ändern. Okay, okay. Fetzerei am Räumerplatz, oder? Ja. Okay. Wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Also halt bitte nochmal ganz glücklich dein Off-White-Shirt in die Kamera. Je, ehrenloser hat ein Off-White-Shirt. Sehr gut, vielen lieben Dank, taugt mir. Super, super. Viel Spaß mit deinem Off-White-Shirt, gell? Viel Spaß mit nix. Danke. Und freue mich, dass ihr mitgespielt habt. So schnell kann Offenheit oder Off-White vorbeigehen. Sollen wir noch eine Runde mit Bargeld spielen? Ja, Mann. Für was habe ich Geld abgekommen, ganz ehrlich? Okay, okay. Ich habe Angst, dass jeder jetzt mich... Wie heißt du auf Instagram? Ich, unterstrich Fati, GTL, unterstrich. Freu dich auf die Spam-Nachrichten. Okay, Freunde, wir haben kein Off-White-Shirt mehr. Wir haben nur mehr einen Marc Gebauer-Sackerl zum Verlosen, wer auch immer das... Wir spielen jetzt einfach... Oha, schau, was da abgeht. Wir spielen das Ganze einfach mit Bargeld. Keine Ahnung, wie viel habe ich abgehoben. Aber die gleichen Regeln. Ihr könnt euer Shirt auch verlieren, gell? Ja, okay. Du willst auf einmal doch? Okay, passt, dann komm. Bisschen Abstand. Es gibt kein Shirt, es gibt nur mehr 50 Euro im Bargeld oder 10 Euro. Wie heißt du? Marcel. Wie heißt du? Moritz. Moritz. Marcel und Moritz spielen diese Runde mit Bargeld. Kein Off-White-Shirt mehr. Ihr kennt die Regeln, oder? Ja. Okay, passt. Dann brauche ich euch im Endeffekt nur mehr fragen, auf was einigt ihr euch? Ja, weiß nicht. Okay, er weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich würde so machen, dass wir beide was gewinnen. Dass ihr beide 10 Euro gewinnt quasi. Ja. Okay, okay. Und was sagst du? Ich wäre auch dafür. Dass wir beide was nehmen? Beide 10 Euro. Das heißt beide die 1 Euro Münze. Genau, aber ihr könntet halt auch scheiß auf 100 gewinnen. 100? Ja, ja, 100. Wir steigern den Einsatz 100 Euro. 100 zu 10. Ich schwöre, lass einfach beide einen 10er nehmen. Ja, okay, Mann, lass machen. Echt? Seid ihr euch so schnell? Ja, ja, beide 10er. Wirklich? Ja. Du glaubst ihm was? Ja, ich vertraue. Du glaubst ihm auch? Ja, ich vertraue. Er liegt beide. Aber okay. Okay. Okay, okay. Was glaubt ihr? Wer hat gelogen? Er? Ja. Oder er? Er hat gelogen? Der hat gelogen. Beide haben gelogen. Das Ding ist leider, ich habe beide Münzen in eine Hand genommen und ich habe es gerade vergessen, wer mir die Münze gegeben hat. Ah, du kriegst 100 Euro. Ja. Ja, safe, er klug. Das ist kacke, ja. Er klug, wie fühlt sich das an? Na, scheiße. Egal, aber dafür ein nicer Hoodie an, oder? Ja, ja. Von einer überteuerten Marke. Von einer überteuerten Marke? Ja, ja. Perfekt. Schreib mal auf Instagram, kriegst du den Hoodie bei der nächsten Kollektion. Auf Ehre. So, 100 Euro. 100 Euro. Ist chillig, oder? Ja. Was machst du mit den 100 Euro? So. Was so? Fortgehen. Fortgehen? Kann man gut im Lockdown, oder? Ja. Was machst nach du? Nach dem Lockdown. Na, Schuhe kaufen oder so. Schuhe kaufen? Ja. Welche Schuhe willst du kaufen? Jordan High. Okay, okay, das geht sich aus. Na, super. Ah ja, die Münzen, danke. Schau, Trostpreis kriegst du auch nochmal. Und den Hoodie in der neuen Kollektion. Dankeschön, dankeschön. Ah, mit den 100 Euro kaufst du den neuen Hoodie, oder? Ja. Ja. Welchen?
irgendein blutendes. Was nochmal? War das ernst mit dem Moody? Ja. Echt? Ja, fix. Schreib mal auf Instagram. Ich schreibe eh schon mit dir. Schick mir ein Foto von dir und ich schicke dir den neuen Hoodie zu, damit du wenigstens irgendeinen Trostpreis hast. Wow. Keine Ahnung, sind das ca. 100? Zähl mal nach. Danke dir, danke dir. Wenigstens da, Janav. Ja, super. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Viel Spaß mit den 100 Euro. Schade, dass wir keinem was abnehmen haben können. Danke dir vielmals. Aber Freunde, das war Offenheit oder Off-White. Nicht vergessen, am Mittwoch dann die Vorstellung der neuen Kollektion. Wer schaut rein? Na sicher. Ja, können wir. Ich bin noch im Outro eigentlich. Ja, ich verabschiede mich noch. Aber ja. Liebe Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gut gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, wer der lustigste oder der ehrenloseste war. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann. Kann ich schon runternehmen. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder mit dem Vorstellungsvideo. Das war's von mir, euer Maximilian. Ah, du hast nicht gespielt. Du hast auch gespielt. Oha. Ich hab nicht gespielt. Bro, gib dem, der hat eine Strafe zum Zahlen, Max. Der hat eine Strafe zum Zahlen. Du schaust so aus. Okay, ich hab noch einen Zehner. Warte, ich hab da noch einen Zehner mit dem ganzen Strafenzahlen. Ja, da, ja. Danke, Max. Ich komm mal vor wie Pablo Escobar.